Koigarden in Gößnitz. Rund 60 Kilometer südlich von Leipzig befindet sich ein Koi-Händler, den ich euch heute zeigen werde. Koigarden. Koigarden in Gößnitz. Hallo und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Heute mal 60 Kilometer südlich von Leipzig, also in Ostdeutschland. Aber auch hier gibt es richtig geile Koi. Und das werde ich euch in diesem Video zeigen. Jetzt sind wir drin, hier vorne Eingangsbereich, hier sozusagen Kasse und Tresen. Hier gibt es auch alles rund um Teichbau. Koi-Futter gibt es natürlich auch, Pumpen, Kleinkram, so wie das eigentlich bei jedem vernünftig sortierten Händler sein sollte. Und wenn wir dann hier ein bisschen weiter gehen, kommen wir langsam in die inneren Gefilde, und zwar in die Koi-Halle. 13 große Becken beherbergen rund 155.000 Liter Wasser und auch jede Menge japanischer Koi. Diese Halle wurde erst vorletztes Jahr so richtig aus dem Boden gestampft. Man hat hier alles neu gemacht, nachdem man ein großes Hochwasser hier hatte, das doch etliches zerstörte hier in Ostdeutschland. Und wenn wir hier mal schön in dieses Becken reingucken, was sehen wir da? Schön Soragoi, Ginrin Soragoi, einen richtig geilen Ginrin Ochiba und natürlich auch ein paar andere schöne Fische. Und ich nehme schon mal vorweg, wir werden euch nachher auch mal ein paar Fische in die Wanne setzen, so dass wir mal einen genaueren Blick drauf werfen können. Koi-Garden in Gößnitz. Also, 2006 wurde der Koi-Garden von Silvio Kosok gegründet. Man hat es ja auch mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu tun und angeschlossen letztendlich auch dieser Koi-Handel. Ist eigentlich nicht unüblich, gibt etliche Betriebe, die so entstanden sind. Man baut also Teiche auch für Kunden, gestaltet Gärten und dann, ich sag mal, passt es sich eigentlich, wenn man dann auch gleich die Fische dazu liefert. Hier hinten nochmal ein paar größere Becken und hier vorne im Eingangsbereich auch ein schönes Gemälde auf Holz. Der ein oder andere kennt das vielleicht mittlerweile von Facebook. Jemand aus Frankreich bietet diese Gemälde an. Man kann sich auch einen Koi wünschen und der wird dann letztendlich umgesetzt und auf das Gemälde gebannt. Hier schöner... schöne Heizung. Ich glaube jedenfalls, dass das eine Heizung ist. Ich glaube nicht, dass das ein Luftentfeuchter ist. Aber zurück zu den Koi. Wir haben es hier mit Koi in allen möglichen Variationen, Preisklassen und Größen zu tun. Die Koi werden aus Japan importiert und zwar über einen Großhändler namens Sven Stelzig. Man importiert ja quasi direkt über den Sven. Und die Fische durchlaufen dann hier natürlich auch eine einwandfreie Quarantäne. Hier werden alle Tests gemacht, KHV, CEV. Hier wird das Ganze sehr, sehr genau genommen. Man gibt auch Opferfische letztendlich zu den Veterinärämtern und zum Fischgesundheitsdienst, glaube ich, so heißt das richtig. Und dort werden die Tiere also letztendlich auf Herz und Nieren überprüft. Die Filteranlage ist simpel aufgebaut. Man hat es hier mit Japanmatten für einige Becken zu tun, wo das Wasser durchsaust und man hat dann auch natürlich einen Abfluss direkt zum Kanal, den man dann das ein oder andere Mal ziehen kann, sodass der Grobschmutz rausgespült wird. Hier haben wir noch ein paar Beadfilter hier unter dieser Abdeckung, konnten wir leider nicht ganz aufmachen. Auch ein paar Becken werden hier über Beadfilter gefiltert und damit das Ganze auch weiterhin rund läuft, wird jedes Becken mit Frischwasser wird Frischwasser zugespeist und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Hier ein schönes Becken mit der, Silvio hat das genannt, Standardqualität. Ich finde, da sind schon ganz nette Fische dabei. Wir haben es hier mit 2-3-Jährigen vor allen Dingen zu tun. Und wenn wir dann hier mal ein bisschen näher rangucken und ein bisschen Futter reinwerfen, dann sieht man die Kollegen auch ein bisschen genauer. Schöne Shoba, auch Ginrin, Shagoi, da vorne noch ein Karashi gewesen. Mizuho Ogon sehe ich auch, Kujaku. Also letztendlich ein schöner, bunter Mix. Wer also einen Koi sucht zu einem akzeptablen, vernünftigen Preis, vielleicht auch sogar Einsteiger in das Hobby ist, der wird hier auch den Koi finden können. Und dann die Außenanlage. Die Außenanlage ist natürlich jetzt in der Winterzeit nicht so sehr in Betrieb. Ihr seht schon die Fische träge, aber auch diese Fische sind letztendlich Verkaufsfische. Der Silvio hat mir erzählt, dass die Anlage eventuell auch nochmal umgebaut wird. Man möchte das hier nochmal ein bisschen umgestalten,
Das hat sich letztendlich auch schon, das Ganze ist schon ein paar Jahre alt. Und wenn er deine Frau überzeugen kann, dann darf er auch die Anlage vorne nochmal umbauen. Hier dann ein Blick in mein Lieblingsbecken. Haben es hier mit Koi, der Marusai Koi Farm zu tun und von Marohiro. Marohiro ist letztendlich ein Familienmitglied von Hirasawa. Hirasawa ist der Familienname und deswegen dürfen die hier zusammen in einem Becken schwimmen. Und dann haben wir ja nochmal ein kleines Becken, also letztendlich eine Wanne aufgestellt, denn wir sind nicht nur hergekommen, um einen Bericht zu drehen über den Koi-Garten. Nein, hier sollten eventuell auch Koi gekauft werden. Also hat uns der Silvio erstmal den einen schönen Kohaku in die Wanne gesetzt. Man hat es hier mit einem Marohiro Kohaku zu tun. Nisai, also zweijährig, weiblich. Und ich denke, der hat einen schönen Körper, ein sehr reines Weiß. Und das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine schöne rote Zeichnung, schön verteilt. Aber das soll es natürlich nicht gewesen sein, sondern wir wollten uns ein paar weitere Fische angucken. Immerhin haben wir uns hier auf einen bisschen weiteren Weg gemacht. Also muss sich das Ganze natürlich lohnen. Und für einen Fisch fährt man da schließlich nicht zum Koi-Händler, oder? Ein weiterer Kohaku, letztendlich ein Geschwistertier des ersten. Hier links im Bild auch wieder Marohiro Nisai, ebenso weiblich. Genauso gutes Weiß, genauso schönes Rot. Der Fisch ist ein Tick größer. Auf jeden Fall zwei sehr geile Kohaku. Schöne Größe auch. Die werden so knapp unter 50 cm liegen. Aber wir mussten natürlich letztendlich erstmal ein bisschen nachdenken. Deswegen haben wir den Silvio gebeten, uns nochmal ein paar Fische in die Wanne zu setzen. Au, der Kollege ist erstmal entwischt, wurde dann aber natürlich nochmal angefangen. Wir haben es ja mit einem Benigoi zu tun. Benigoi auch von Marohiro. Der Benigoi ist dreijährig, also ein Sansai. Auch ein schönes Tier, wie ich finde. Auch schöner Körperbau. Und ich denke, wenn der erstmal noch ein paar Zentimeter zugelegt hat, dann wird er nochmal ganz anders aussehen. So, hier haben wir es dann mit einem Hi-Utsuri zu tun. Ein Hi-Utsuri von Marusai. Schönes Tier, sehr sauber gezeichnet. Das bedeutet, keine schwarzen Spots in den roten Zeichnungsflächen auf der roten Haut. Das ist schon ein sehr gutes Tier. Hier auch nochmal ein weiterer Hi-Utsuri, nochmal ein bisschen kräftiger. Auch sehr schönes Tier, sehr schöne schwarze Zeichnung. Ebenso von Marusai. So, was haben wir denn da? Ein Kogane Ochiba. Kogane Ochiba, momentan stehe ich irgendwie auf die. Auch dieser hier, sehr, sehr schönen Körper, sehr kräftig. Und wenn der erstmal raus an die Sonne kommt, wird er noch wesentlich dunkler werden. Das heißt, die Zeichnungselemente, die jetzt so gelblich wirken, werden wesentlich kräftiger nochmal und leuchten dann richtig goldgelb. Und ich denke, der wird auch richtig groß. Guckt euch mal den Kopf an und der Körper, der da hinten dran anschließt. Ich finde, das ist ein geiles Tier. Hier dann ein kleiner Gigant, wollte ich schon sagen. Das ist ein richtiger Gigant gewesen. Das ist ein Chagoi der Marusai Koi Farm. Dieses Tier hatte roundabout 90 cm und ich denke, das ist ein richtiger super Torpedo. Habt ihr mal einen gesehen. Richtig fetter Chagoi von Marusai. Marusai macht wirklich gute Kawarimono. Unter anderem auch solche Chagoi. So, und werfen wir nochmal einen Blick auf ein paar weitere Fische. Und zwar haben wir es hier mit einem Kikusui zu tun. Sehr, 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 sehr sauber gezeichnet. Also aus meiner Sicht ein richtig geiler Koi. Dieser Koi wurde als Tosai importiert und dann großgezogen. Jetzt zum Nisai zweijährig. Und ich finde, der hat sich super, super geil entwickelt. Guckt euch mal an, wie sauber der gezeichnet ist, wie rein das Weiß ist und auch die orangenen Zeichnungselemente. Und hier dann noch ein sehr, sehr schöner Ochiba. Den habe ich schon mal am Anfang dieses Berichts gezeigt. Richtig geiles Tier. Tja,
Ich stehe halt auf Ginrin Ochiba und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe es nie laut gesagt in den Videos, aber mein Ginrin Ochiba ist leider nicht mehr. Von daher, vielleicht gibt es irgendwann nochmal wieder einen. Hier dann noch einen schönen Sanke, einen schönen Ginrin Shiro und dann noch ein Shusui. Alles sehr schöne Tiere, alle Nissei, alle sehr sauber gezeichnet. Und alle als Tosai importiert, als einjährige Fische. Und dann ging's ans Verpacken. Ein Karton musste her, denn eine Entscheidung ist gefallen. Wir haben uns entschieden, beziehungsweise meine Begleitung hatte sich entschieden. Ich habe an diesem Tag kein Koi gekauft. Aber meine Begleitung hat sich dann letztendlich für die beiden Maruhiro Kohaku entschieden, die wir dann nochmal kurz vermessen haben. Und der eine, der etwas größere, ist so ungefähr 47 cm und der andere einen kleinen Tick kleiner. Die beiden wurden dann hier erstmal in eine Tüte verfrachtet und ich dachte, auch wenn ich das schon mal in den einen oder anderen Video gebracht habe, ich zeige euch den ganzen Prozess des Verpackens noch einmal. Also, hier schön in den Karton hinein und dann die Tüte mit Sauerstoff befüllen. Und ich denke, wenn man so etwas auch bei unterschiedlichen Händlern sehen kann, dann bekommt man auch mal so einen Eindruck, wie der Versand oder besser gesagt das Verpacken bei den Händlern abläuft. Schafft eventuell auch ein bisschen Vertrauen, dass man sehen kann, wenn alle Handgriffe sitzen. Ich finde das ganz wichtig. Die Tüte wird dann akkurat verschlossen. Das ist jetzt schon das Verschließen der zweiten Tüte. Man hat hier immer zwei Tüten, dass, wenn die erste mal kaputt gehen sollte, der Sauerstoff natürlich noch in der zweiten erhalten bleibt. Und letztendlich wurde der Karton dann verschlossen. Somit sind die Koi einwandfrei verpackt und können etliche Stunden transportiert werden. Tja, Leute. Und das war's auch wieder vom Koi Garden in Gößnitz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt ein paar Infos bekommen und vielleicht auch der ein oder andere das Interesse, mal hinzufahren. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch vielleicht ein Like und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, postet das doch bitte direkt hier bei YouTube unter das Video. Ich werde mich schnellstmöglich darum kümmern. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert doch vielleicht auch meinen Kanal. Bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, denn hier gibt es tatsächlich jede Woche, richtig gehört, jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Und damit verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.